Willkommen Leute zu Mario Kart Wii Online. Heute mit einem Gast. Der stellt sich ja jetzt mal vor. Ja, hallo Leute. Ich bin's mal wieder, der LP Mirai. Ja Leute, viele von euch kennen mich bestimmt noch. Ich war das letzte Mal, glaube ich, da. Da hat der kleine Volo hier noch 4000 Abonnenten. Jetzt sind schon 2000 mehr, unglaublich. Ja, und dann fahren wir heute mal wieder ein bisschen Mario Kart Wii mit ihm, ne? Da kannst du mal wieder schön verlieren. Schön verlieren? Ich zieh dich ab, Alter. Ach, da träumst du von. Ich zieh dich voll ab, ich sag's dir. Ich hab lange nicht mehr gespielt, aber für dich reicht's noch locker. Nein! Ich hasse dich so sehr. Bist du mit Yoshi unterwegs? Ja, Yoshi! Den gerade so ein bisschen gesehen, ein kleines bisschen berührt. Ja, ganz kleines bisschen berührt. Ja, bei dir nur ein ganz kleines bisschen, wirklich? Ja, nur ein ganz kleines bisschen, ja. Das kann nicht dein Ernst sein, ich bin runtergefallen. Geht eigentlich gar nicht, das war nämlich neben einem Zaun. Du hast links war kein Zaun. Ich hab dich aber nach rechts gebammt, wenn überhaupt. Nee, nach links. Na, ich hab's nicht Nintendo in der Aufnahme, Wi-Fi. Aber das war nach links. Ich bin runtergefallen. NFC, naja. Naja, die liebe Verwendung. So ist das halt. Machen wir's. Ich muss dich jetzt aber ernsthaft noch kriegen, ne? Ich muss mal wieder meine Dominanz hier unter Beweis stellen. Naja, die Dominanz. Es gab nie eine. Also es gab immer eine. Es gab immer eine. Ich weiß noch, einen Cup, da habe ich dich brutal abgezogen. Ein Cup! Oh mein Gott! Ja, ja, das weiß ich noch. Ach, ich weiß noch, der Cup. Oh Gott. Ah, es läuft aber auch hier echt nicht gut. Das kann ich auch so zugeben. Macht gar nichts. Aber. Ich muss jetzt aufpassen, dass du nicht rankommst. Das ist schon wieder so ein bisschen störend, ne? Da muss man die ganze Zeit konzentriert sein und hier und da. Nicht schön. Ach, komm. Und Leute, eine kurze Kleinigkeit. Ich habe ja gerade Mario Kart 7 aufgenommen. Und das war auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich das mit euch gespielt habe. Das liegt nicht an den meisten von euch, sondern wie gehabt an ein paar Einzelnen. Es geht einfach nicht. Kann man leider nichts machen. Das System von diesem Spiel scheiße und leben wir damit. Deswegen nur noch Mario Kart Wii mit Abonnenten. Ja, das dafür dann wieder öfter. Gut, das wollte ich eben loswerden. Mario Kart Wii kam ja eine Weile nicht, ne? Es kam, aber nur ein Part die Woche, wenn überhaupt, und einfach so ein bisschen global. Da schämst du dich gar nicht? Keine 3-4 Parts Mario Kart Wii die Woche? Nee, ist schon okay, weil man dann auch mal schön, weißt du, du kannst fahren, wann du willst. Ja, gut, ne? Aber du hast nicht vorher diesen Termin im Nacken, weißt du, jetzt, ja, wo ich eigentlich gleich zum Essen nach Hause müsste, aber... Ach komm, schnell Mario Kart Wii. Du musst das noch schnell machen, jetzt bist du noch vorbeigezogen. Tag ist gelaufen, scheiße. Alles scheiße, genau, alles der Mirai Kacke ist besser. Nach Hause, ey. Pilzschlucht, juhu, und wir haben ja Spiegel, hab ich noch gar nicht gemerkt. War das gerade Spiegel? Nee, ja, eben war es kein Spiegel. Doch, das war natürlich was gerade Spiegel. Wenn es einmal Spiegel ist, ist es immer Spiegel. Und das war doch kein Spiegel, oder? Doch. Ich bin es nur gewohnt im Spiegel. Bei Varios Goldmine ist es, wer kennt die Strecke schon auswendig, außer Sozi, keiner. Von daher... Und die Leute mit schon? 3 Sternen hier vielleicht, ne? Nee, die auch nicht. Die spielen alle kein Spiegel. Nein, bin ich denn? Wieso bleibt dein Stern? Ich habe noch ein Leben, oder ich versuche es vorzutäuschen, ein Leben zu besitzen, und deswegen habe ich auch keinen Stern. Sagte er und den ganzen Tag auf. Mario Kart 7, Mario Kart Wii, ne? Ich nehme momentan nachts auf. Ich mach ja Privatnachtschicht auf der Arbeit und mache jetzt auch Let's Play Nachtschicht, habe ich mir so gedacht. Let's Play Nachtschicht. Ist eigentlich voll geil. Ich habe gestern 7 Stunden lang Let's Plays aufgenommen in der Nacht. 7 Stunden? Am Stück. Am Stück? Was hast du da alles aufgenommen? Erzähl. Ja, ich will ja momentan so auf 5 bis 6 Parts am Tag. Ja, das habe ich gesehen. Und heute sollen irgendwie mehr kommen, ne? 6 waren es heute und in den nächsten Tagen werden es auch so um den Dreh. Ja, ne, und irgendwo müssen die Parts ja herkommen. Ist ja einfach so. Du hast einen Knall. Die nehmen sich ja nicht von selbst auf. So viel aufnehmen schaffe ich einfach nicht. Ja, ich meist auch nicht, ne? Also ich nehme mir das jetzt mal so vor und dann sehe ich mal, wie es läuft. Weil ich müsste heute Nacht auch nochmal 7 Stunden aufnehmen. Boah. Und die Parts sind dann wahrscheinlich in einer Woche weg, ne? Ja. Die reichen dann ganz genau bis Freitag. Für Freitag habe ich dann noch Parts. Aber Samstag müssen dann schon wieder frisch Parts aufgenommen werden. Und vor allen Dingen ist es momentan so, ich nehme die Parts auf in der Nacht und render dann am Morgen, um sie dann direkt hochzuladen. Also 6 Parts schnell rendern und dann hochladen. Es ist stressig. Dann mach's doch auch einfach. Lad ein paar Tage 2 Videos hoch, 3 Videos und nimm in der Zeit... Ah, nein, verdammt, runtergefallen. Nimm sie dann länger auf und dann hast du... Nein, kann ich irgendwie nicht.
kannst du nicht. Das Schlimme ist, wenn ich die Parts habe, dann will ich sie auch raushauen. Ich will die Leute beschenken. Weißt du, ich will ihnen was Gutes tun. Ja. Darf ich doch mal kurz betonen, dass genau dieser Kerl gerade eben noch gesagt hat, dass er ein Leben hat? Ich hab keins. Ich gaukel es vor, habe ich gesagt. Du bist hinter mir. Gott sei Dank. Oh, ja, komm, den kriegt ihr noch. Gap Jump. Schade. Gap Jump, schon klar. Ja, hätte ja sein können, dass der das macht da hinter dir. Ich war die ganze Zeit vor dir, die ganze Zeit. So war es dann auf der Goldmine doch auch. Ich war vor dir und am Ende am Arsch. 10-10. Oh, Leute, ein spannendes Duell. Und ja, Patrick gewinnt natürlich hier. Das war irgendwie klar. Okay, nächstes Rennen. Ich stehe über dir. Ich bin Sechster, du Siebter. Na, bei mir aber nicht. SNES Geistertal, eine schnelle Strecke für schnelle Leute. Oder schnelle Fahrer. Ja, so. Ja. Ja, da gehörst du dann ja nicht drauf, ne? Witzig. Natürlich gehöre ich da drauf und ich werde jetzt auch mal zeigen, wie man es hier richtig macht. Ich werde sogar Patrick abziehen und ich werde Lambo abziehen und ich werde hier alle abziehen. Das ist gar kein Problem. Scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. nein. Ach, scheiße. Bist du runtergefallen? Ja. Oh, eine Bombe. Ey, wieso? Bei Mario Kart 7 auch. Ich bin in jede Bombe. In jeder Runde mindestens in eine Bombe gefahren. Ich verstehe das nicht. Ich ziehe die Dinger heute magisch an. Steffi hat mich getrollt, ganz klar. Wie sagt der Stern getrollt? Getroffen ist sofort getrollt bei mir. So. Nein, so schlimm ist es noch nicht, aber wenn die Leute stehen bleiben und zurückfahren und immer wieder neben mir sind mit ihrem Stern, dann kann ich das schon als Trollen ansehen, würde ich mal so sagen. Naja. Hattest du damit auch schon Probleme? Nö, weniger. Außer in meinen Räumen. Ich gesagt habe, sie fliegen aus der Liste. Ja, gut. Ne? Dann kommen sie da auch nicht mehr rein. Wenn sie betteln. Wenn es so einfach wäre. Fuck! Geht nicht. Was ist schon wieder los? Ja, das ist hier alles, weiß ich nicht. Nicht so gut. Für schnelle Leute also, ja? Nein! Oh Gott, jetzt falle ich auch noch runter. Bam! Da hat er sich den 5. geholt. Oder 6., ich weiß es nicht. 12. Für schnelle Leute. Für schnelle Leute. 10 Punkte. Ich bin noch nicht mal Letzter. Das gibt's ja gar nicht. Das war ein bisschen gemein jetzt. Wieso? Nein, 10 Punkte ist immer wenig. Das muss man auch mal so sagen. Ja, okay. Die 20-Punkte-Grenze ist es so, ne? Rennen gibt's noch. Da hole ich jetzt alles raus. N64 Bowsers Festung. Nochmal eine richtig, richtige Fahrerstrecke, wo man dann auch mal Skill beweisen kann. Da hat Mirai natürlich absolut nichts zu lachen. Und, hey, du hast nichts zu lachen, habe ich gesagt. So, und deswegen, das läuft jetzt. Ich hätte vielleicht auch ein Machtbike nehmen sollen. Das wäre vielleicht... Wovon träumst du eigentlich meistens immer nachts, ey? Oh, nur gruselige Scheiße. Von Devil May Cry, von Teufeln, oder wie? Nee, wenn es mal so wäre. Nein, von Geistern. Von Geistern, du jetzt, Mensch. Das Problem ist, ich werde in meinem Traum wach. Und sehe dann einen Geist. Also ich werde so wach, dass ich in meinem Zimmer bin und dann den Geist vor mir sehe und denke, ich bin wach. Also ich habe gerade geträumt und jetzt bin ich wach und jetzt ist der Geist da und dann ist das ganz schön gruselig. Ein Traum im Traum. Ein Traum im Traum, ja, ich hasse sowas. Und Inception. Mann, es läuft nicht. Oh, das natürlich. Fliegt in die Lava. Ja, was soll ich denn machen, wenn der Kugelbilly mich trifft? Mich rammen irgendwie die ganzen Donkey Kongs hier. Oh, das Spiel ist scheiße. Ja, letzte Mal Termin gewesen. Ich bin ja selber einer. Ich finde ja, aber trotzdem, dass mich selbst die Kleinen wegkicken können. Hab ich so das Gefühl. Bei den Schweren ist es heftiger, da fliegt man irgendwie weg, wenn man einmal in der Luft war. Ja, ich nehme ja Elten. Wenn ich Daisy freigespielt hätte, würde ich die vielleicht mal nehmen. Aber ach so, ja. Die habe ich ja immer noch nicht. Da muss ich ja irgend so einen dämlichen Cup für spielen. Habe ich keinen Bock zu. Oh Mann. Ja, das ist offline. Das ist doch voll. Ich habe das einfach in einem durchgezogen. Alle Zeitrennen und so weiter. Ich könnte ja einfach mal ein paar Parts offline machen. Würden alle sauer sein und ich hätte meine Offline-Sachen fertig. Das wäre eine Idee, ja? Ja, aber naja. Willst du da erzählen? Großartig. Na, obwohl, da geht schon was, aber. Das gleiche, was man jetzt macht, zum Beispiel. Ja, aber da passiert ja nichts. Ich wäre die ganze Zeit. Oh! Da ist er voll in die Lava. Ich bin unkonzentriert. Was ist denn hier heute los? Absolut unkonzentriert. Ich bin noch schlecht gelaunt vom Mario Kart 7-Termin.
Das erklärt so einiges. Das kann doch gar nicht sein. Doch, das kann sein. Das ewig ist der Bolo schlecht gelaunt. Drückt echt die Stimmung. Ah, ich habe richtig gute Laune gerade. Echt? Ach, Arschloch. Oh, da kommt der Stern. Sollte ich auch. Ich krieg gleich fettgeiles Essen. Also von daher... Na, was gibt's denn? Das will ich nicht erzählen. Wenn die Leute sehen, was ich als geiles Essen ansehe, dann lachen die mich aus. Das will ich nicht. Aber ich will auch wissen, was du isst. Nein, es gibt Klöße mit Rotkohl und Fleisch. Alter, ist doch voll geil. Ja, ich find's auch voll geil, aber da wird's dann wieder Leute geben, die so Eltern haben, weißt du, wo es jeden Tag hier 7 Gänge gibt. Und dann sagen die, Klöße, das wäre bei uns, weißt du, Resteverzehr von letzter Woche. Wäre besser an sich, als ne? Das. Allein der Rotkohl ist geil. Ey, Rotkohl, ich gehe voll steil drauf. So. Ey, du auch? Oh, ja, Alter. Rotkohl ist das Geilste überhaupt. Ja, meine Mutter muss davon immer richtig schön viel machen, weil ich sonst nicht zufrieden bin. Oh Gott, ich werd... Oh nein! Ach, Mann! Oh, du bist hinter mir. Na, immerhin. Na, ein Platz. Du hast mich im letzten Moment noch überholt. Mit ja, das ist in der Gesamtwertung. Ist scheiße, ne? Oh, 18 Punkte. Scheiße! 18! Oh. 8. Platz, bin ich das zufrieden übel. Mit. Das ist übel. Das ist übel. Das ist sehr übel. Also, ja, Glückwunsch läuft, an ne? Patrick. Glückwunsch an Lambo. Glückwunsch an Jay, Steffi. Name kann ich nicht lesen. Rua, Rilla... Was soll das heißen? Ich habe keine Ahnung. Ria. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao. Ciao.